Hey Leute, ich begrüße euch wieder zu Freestyle 2 Basketball. Ja, wie ihr seht, hat sich hier im Hauptbildschirm einiges geändert seit dem letzten Part, denn ich habe mir noch ein paar weitere Charakter gemacht. Unseren Main habe ich auch ein bisschen privat weitergespielt, nur um zu gucken, was wir eigentlich noch so drauf haben. Jetzt können wir ein bisschen mehr. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir auch. Wo gehen wir hin? Leistungen. Erstmal Leistungen. Da habe ich nämlich ein paar Aufträge gestellt. Ziemlich cool. Hier haben wir den Ballstalker, Famous Player, Rookie Player, Rookie P, Point Guard. Und das war's schon. So viel haben wir gerade schon bekommen. Tagesquest habe ich auch fast fertig. Geschenke haben wir eine Freestyle, ein VIP-Ticket und ein paar Sponsoren. Ja, ich habe nämlich ein VIP-Ticket und ich kann euch mal zeigen, wie ich das eigentlich bekommen habe. Und da wir jetzt Level 50 schon sind, dürfen wir dann nicht auf Rookie spielen, müssen sondern auf Major spielen, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also ist wirklich nicht so schlimm. Ich würde auch zum Rookie-König, wodurch ich nicht mehr im allerersten Channel spielen darf. Das wird wir haben eine Nachricht. Eine Nachricht. System. Ja komm, dann gehen wir drauf. Es ist ein Geschenk. Den Gewinn bitte einlösen. Danke. Gut, den Gewinn nehmen wir natürlich mit. Genauso wie den Freestyle Point, weil damit möchte ich gerne 20 sammeln, um dann fett aufzumachen. So, dann gucken wir uns erstmal an, was wir eigentlich so neu haben. Wir haben jetzt einmal hier ein Geschenk bekommen, das machen wir natürlich auf. Danke. Ein Sponsoren, ja okay. Ich habe noch das Sponsoren vom Anfang, das 7 Tage lang hält. Eine VIP-Karte habe ich noch, dann ganz viele Sponsoren halt, 10 Freestyle-Punkte und ein neues Hemd habe ich, ja. Und die Mütze habe ich auch beim letzten Mal schon gehabt, oder? Ich glaube schon. So, unser Charakter wurde natürlich aufgelevelt. Ich bin fast zufrieden damit eigentlich. Wir haben auf Mittelschutz 5 Punkte getan. Die waren eigentlich gar nicht so nötig. 3 Punkte sind wichtiger. Also Mittelschutz machen wir gar nicht so oft, ist mir aufgefallen. Leider hatte ich die vorher schon drauf getan. Long Layup, die machen wir dafür eigentlich ziemlich oft. Stil habe ich auch hochgemacht, weil ich wurde im Stil ziemlich gut, darum habe ich Stil weiter hochgemacht. Mal geht's, mal nicht. Blocken mache ich ein bisschen hoch, damit wir, wenn wir gegen einen Shooting Guard oder so ein 1 gegen 1 sind, gut blocken können. Dass wir da einfach hin und wieder einen Block raushauen können. Ja, Speed 199, ja, wir sind einfach verdammt schnell und unsere Ausdauer ist auch ziemlich gut. Wir sollen einfach viel unterwegs sein und viel Stil. So, das ist so die Idee dahinter. Mit unseren Point Guard. So, die M-Balls, da bin ich auch gerade am Sammeln. Hier haben wir schon 5 Stück. Mit 10 Stück kann ich einfach 10 direkt aktivieren. Wird eigentlich ziemlich fett. So, jetzt ganz wichtig, Skills. Da haben wir einige, ja. Dadurch, dass ich VIP bin, kann ich einen extra Skill reintun, was eigentlich ziemlich nice ist. Und wir haben aktuell 8 Skills, aber ich kann leider nur 5 nutzen. Wir haben den Direktpass. Fand ich am Anfang eigentlich nicht so toll, aber jetzt finde ich ihn doch ziemlich praktisch, weil manchmal kommt der Pass mit A nicht genau dahin, wo man ihn haben will. Und mit dem Pass kommt er wirklich zu dem Spieler, den man anspielen möchte. Gut, dann haben wir den Drive Fake drin. Oder habe ich den Drive Fake drin? Nein, ich habe den Drive Fake nicht drin. Nein. Der Drive Fake ist einfach ein Fake antäuschen, also ein Drive antäuschen. Den Jump Pass habe ich aber drin. Ja, den setze ich hin und wieder ein, wenn es da dahin dazu kommt, aber eigentlich in letzter Zeit echt wenig. Den Ollie-Hoop Pass, den finde ich extrem cool. Leider habe ich manchmal Mitspieler, die es einfach nicht checken. Das letzte Mal hatte ich ein richtig cooles Team, da hat es echt oft funktioniert, das hat mich schon gefreut. Non-Stop Pass habe ich nicht drin. Dann meine Shoots verbessern habe ich auch nicht mehr drin. Dafür habe ich den F-Cut drin, um in den freien Raum zu schneiden und dann Layup reinzusetzen. Und dann den verbesserten Stil. Den habe ich auch drin, weil, wie gesagt, ich möchte ziemlich krass auf Steals gehen. So, Freestyle. Freestyle, ja, da habe ich auch 3 Freestyles zu gewinnen. Da habe ich einmal den Freestyle drin, ein Handdunk, Knallen. Dafür müssen wir nur einen Drive schaffen. Dann dann hier Assists, ganz wichtig, wir machen viele Assists als Point Guard. Dann geht dieser Freestyle hoch und der letzte ist, glaube ich, Middle Range. Ja, da müssen wir aus der Mitte werfen, dann können wir den Long Distance Behind Back. Gut, wir haben 10 Punkte, wie gesagt, wenn ich 20 habe, kann ich hier 10 Skills auswählen. Toys, da habe ich auch einige dazu bekommen. Und wir spielen aktuell die Zombie Toys. Ja, ich spiele gerade Zombie Toys, da habe ich hier 3 Stück. Da haben wir einmal den Hut Zombie, der gibt mir Mittelschuh plus 2. Dann haben wir noch den Mr. T Zombie, nenne ich ihn immer gern. Er hat Block
Und ganz wichtig, die letzte gibt uns Stil 3. Und darum rüsten wir den auch wieder aus. Ich habe eben noch mit meinem Powerful gespielt. Ja, da hat schon Block genommen. Gut, und was auch mal ist, Leute, ich habe eine Crew eröffnet. Aktuell 4 Leute drin. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt mitzuspielen, könnt ihr mich gerne anschreiben oder auch hier in die Crew kommen. Mich einfach einladen, ist alles drin. Die Möglichkeiten gibt es und warum eigentlich nicht? So, wir starten jetzt ein Game. Denn dafür sind wir ja da, um mal ein Game zu starten. So. Und komm schon. Das könnte jetzt was dauern, darum schnell ich das raus, also sehen wir uns gleich in-game wieder. Bis gleich. Gut, Leute, da haben wir ein paar Gegner gefunden. Wir haben im Team den Grand Cray 54, unser Center. Mal gucken, was der Center drauf hat. Yuki-san aus meiner Crew. Smallphone und spielen gegen einen Shooting Guard Tony 2 und ein Point Guard Gigaga und ein Smallphone Black. Gut, der Gegner hat einen Pay-to-Win-Charakter, das ist nämlich der Goku. Das ist ihr Point Guard. Habe ich mir mal ein bisschen durchgeguckt. Und wenn man sich echt so einen Charakter kauft, ich glaube, die kosten an die 15 Euro, hat man direkt 40 Attribute, die man verteilen kann. Ich glaube, nochmal einen extra Bonus. Also ganz ehrlich, wenn man sich so einen Charakter holt, hat man direkt mal fett ausgesorgt. Gut. Ach, jetzt sind wir nochmal ein ganzes Attribut, was ich ausgerüstet habe. Da haben wir einen... Und Leute, die haben keinen Zombie diesmal drin. Das ist ärgerlich. Keiner, der mitspielen wollte. So. Unser Center hat es leider verkackt. So schnell zum Shooting Guard. Nicht, dass sie einfach rausspielen und einen Dreier werfen. Und schade. Schade, schade, schade. Da hat der Gegner angefangen. Und, boah, nein. Unser Smallfall. Und ich bin nicht dran gekommen. Ernsthaft? Ich dachte, der Sprung war gut. Auch ziemlich weit unten gerade. Ja, da hat er den Passwort, den ich gerne mache. Da geht man aus. Ja, okay, was warten wir so lange? Wow. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Was ich mal gerne wissen würde, ist, okay, E ist nach links und ja, das macht auf den Ball nicht gefangen, schade. Ernsthaft, ich komme nicht dran gerade. Komm schon. Und. Ja, sehr schön. Wo sind meine ganzen... Oh, ich habe irgendwie meine Sachen nicht ausgerüstet. Schade. Ja, die wollen werfen irgendwie. Eigentlich haben wir am Korb die stärkeren Leute, weil wir ein Center haben einfach. Oh nein. Schön. Center. Verkackt sich. Alles sind verkackt. Und das Monat voll hat noch mehr verkackt. Ha, sehr schön, Center. Ja, dafür dauere ich immer gerne Center drin. Einfach nur weil. Er springt. Er springt gut zum Ball hin. Also ich habe mir selbst noch ein Powerful gemacht und das spiele ich auch sehr gern. Oh, da war ich dran, da war ich dran, du Sau. Ärgerlich. So, komm schon und... Nein. Kann ich mal einen Olli-Pass auf mein Center werfen? Ja, der Goku ist schnell, ey. Das ist echt. Oh, okay, von Center, 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 nice. Und! Oh, Alupas! Hat nicht funktioniert, aber wir machen den Layer. Sehr schön. Schade. Erster Alupas und unser Mitspieler kann gar nicht rein. Irgendeiner Shoots und Rebounds. Er ist geblockt. Ah, verdammt, und der kommt. Nein! Nein, ey. Nicht haben müssen. Was hat so lange mein Point gerade nicht gespielt?
runter. Oh, das ist schlecht. Spiel raus. Du musst rausspielen. Small Fool. Ach, komm schon. Die verkacken schon wieder. Schade. 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 Banane. 6-11, ey. Wir kriegen hart auf die Phrase. Okay. Schöner Dunking. Schöner Dunking. Hier, warte. Weiter so. Auf jeden Fall, Aufholjagd ist noch drin, ey. Auf jeden Fall, boah, ich war dran. Ich war dran. Sehr schön. Und zack. Was? Ey, was haben wir denn für ein Center? Der verkackt jeden Dunk, ey. Scheiße, Mann. Du musst rausspielen. Rausspielen, danke. Immerhin macht unser Yuki-san eine gute Arbeit hier. Aber das Center verkackt einfach irgendwie jeden Dunk, ey. Das ist echt traurig. Hm. Ärgerlich. Da musst du dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ich darf keinen Dreier werfen. Wenn sie einen Dreier werfen, dann gehen sie zu krass vorne. Auf jeden Fall. Ja, Mann! Nice Ollie Hoop Pass, ey. Den hat er gemacht. Endlich mal. Verwandelt er auch mal einen Dank von sich, ey. Schade. Hab ich gehofft, dass ich den streamen kann. Wow, unter Druck und. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Sorry, Bro. Ach ne, weiter so, genau. Der war gut drin. Lass uns den ganzen Druck da. Pass it. Schade. Ah, da mach ich einen Layup. Nein, mach ich nicht, okay. Da hol ich den Ball aber nochmal. Werf, werf, die Zeit. Nice. Wow, ey. Der Ollie Hoop war nicht drin, der Layup war nicht drin, aber der Wurf am Ende wenigstens. Nein, 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 mein Pet. Ich back ein bisschen rum. Ich auf jeden Fall einfach nur blocken. Er will den letzten Wurf machen. Und der macht ihn. Wow, okay, eine Sekunde. Werfen, werfen, werfen. Werfen, werfen, werfen. Werf doch! Warum? Warum? Ah, warum nicht geworfen? Eine Sekunde einfach direkt werfen. Wenn er drin ist, haben wir gewonnen. Wenn nicht, dann haben wir verloren. Also haben wir auf jeden Fall verloren. Ärgerlich. Jo, Leute, war ein verdammt enges Spiel. Wir haben hier noch eine Kiste bekommen. Unser Center ist leider auch gegangen. Ja. Leider sehr enges Spiel. Hätte unser Yuki-san geworfen. Hätten wir vielleicht noch gewonnen gehabt, aber leider hat sie nicht geworfen. Das ist echt schade drum. Aber, ja. Mal sehen, wie es im nächsten Part läuft. Ich hänge jetzt gleich hier direkt noch ein Spiel dran. Also sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Also bis dahin und ciao.